bin hier, weil ich seit einigen Zeit auch dabei bin, mich so im Bereich Fonds, Aktien und so weiter so ein bisschen zu informieren. Es sind sehr spannende Themen, sehr verschiedene Themen und ich habe einfach Lust teilzunehmen. Mich interessiert, wie die Reuschel Bank mit diesen Problemen, die jetzt global auf uns zukommen, fertig wird. Dass man mal wenigstens ein bisschen wieder was verdient. Auf der Veranstaltung bin ich, weil ich mir erhoffe, eine Menge von Informationen, Neues zu erfahren und ja, was zu lernen. Einfach sich weiterzuentwickeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie heute hier sind. Wir haben ein Programm zusammengestellt, wo wirklich alles dabei ist. Was ist soziales Wohlergehen? Was ist geistiges Wohlergehen? Stellen Sie sich mal vor, in Deutschland fallen in den nächsten 20 Jahren 25% der bestehenden Beschäftigungsverhältnisse weg. Ich glaube, neben der Digitalisierung gibt es noch sehr viele andere gesellschaftliche Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren meistern müssen. Und diese Zusammenhänge mal zu sehen oder sich darüber Gedanken zu machen, das ist das, was mich bewegt. Also die Technologie wird vorangehen und das ist eigentlich gerade das Spannende. Dass man auch versucht, immer mit der Zeit zu gehen. Es gibt ja dieses Sprichwort, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Unsere Themen sind genau die, wie strukturieren wir unser Vermögen für die nächsten Jahre und wie stellen wir uns aber auch persönlich auf. Gerade so eine Bank wie Donner & Reuschel, die sich sehr viel mit den Dingen beschäftigen, die Research machen, die Meinungen auffangen, die sich um Zinsen, um Geldpolitik kümmern. Wenn man so jemanden an der Seite hat zur Beratung, ist das sicher ein Vorteil. Und ich glaube, das Wichtigste ist für alle, dass wir unseren Horizont erweitern und einfach auch sehen, wo sind unsere Grenzen und wo können wir noch was Neues dazu gewinnen und erleben, was uns weiterbringt im Leben. Und ich glaube, dass das hier sehr, sehr gut gewährleistet ist. Das Thema Netzwerk, was hier betrieben wird, das ist eigentlich das Schlüsselthema für die Zukunft. Man trifft sich und ungezwungen. Zwanglos. Wo wollen Sie mit Ihrem Produkt, Ihrer Dienstleistung, Ihrer Unternehmung, Ihrer Arbeitskraft, Ihren Kindern 2050 stehen? Und wir haben dort mittlerweile 100 Mitarbeiter, die im Durchschnitt alle 15 Sekunden einen Baum pflanzen. Aber machen Sie nicht den Fehler, sich nur auf einen Indikator zu verlassen. Und deswegen denken wir mit einem Trick. Ich möchte sagen, einer mentalen Geheimwaffe. Also mich hat besonders beeindruckt die Vielzahl der unterschiedlichen Themen. Also sensationell. Ich kann nur sagen, ich bin wirklich begeistert davon. Das finde ich ganz wichtig, dass die Bank jetzt nicht nur fokussiert hier auf ihre Geldgeschäfte beansprucht wird, sondern dass sie schon einen Blick über den Tellerrand hinaus hat. Und das haben wir heute gespürt, das finde ich sehr gut. Ein ganz gelungener Jahresauftakt, das war ganz hervorragend. Wir haben uns relativ spontan entschieden, hier dabei zu sein heute und nehmen viele gute Anregungen mit zu einem Thema, was wirklich alle beschäftigt. Die Digitalisierung und was auf uns zukommt.